Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play LS17 hier auf der Schöttappenbach, meine Freunde. So, wir haben jetzt 6.09 Uhr gerade. Die Nacht ist rum. Wir haben ein paar Stündchen uns aufs Ohr gehauen. So 8 Stunden rum waren jetzt schon so gut, mal auch einfach auszuspannen. Warte mal kurz, ich muss das aus der Ego fahren. Das ist einfacher. Zumindest für mich. So. Genau. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen Hofarbeit machen. Und zwar Dinge, die mich schon länger ein bisschen nerven, werden jetzt gemacht werden. Das heißt, wir werden unsere Fahrzeuge uns nehmen. Und es bekommt jetzt jeder erstmal die Zwergtube-Premium-Wäsche. Ja. Hier arbeitet er. Hier wird noch vom der Dampfstrahler vom Chef betrieben. Ja. Müssen nur die Moderatoren fragen. Die kennen sich da aus. Warte mal kurz. So, hier machen wir die Lampen auch mal aus. Ist jetzt hell genug. Wir haben noch irgendwo, haben wir noch einen. Da, den da. Der Hürli. Go for gold, Hürli. Du kommst jetzt auch mal mit. So. Hürli-Mann! Ich liebe diesen Hürli. Ohne Witz. Ich mag den. Ich würde ihn nie mehr hergeben. Muss ich bloß... Eine Sache muss man noch machen. Ich will diesen Blinker endlich ausschalten. So. Hürli-Mann! So, unser Fuhrpark steht jetzt quasi zur Wäsche bereit. Go for gold! Wow. So. Und ran an die Fuge. So, ja, gib ihm alles. Schaut aus wie geleckt das Ding, wenn ich fertig bin. Na, hat doch was, oder? So. Okay, den brauchen wir jetzt gleich. Jetzt fahren wir trotzdem mit der Pritsche nochmal her. Heute ist Waschtag, meine Lieben. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe es auch ehrlich mal immer wieder vergessen, dass ich einen Waschtag ja eigentlich mal machen wollte. So, hier mal alles weg. So, da verschwindet der ganze Schlamm. Ach, die Gabel vorne, die kann auch mal einen Sprutz vertragen. Einfach damit auch noch ein bisschen sauber ist, das ganze Stück. So. Schaut doch wieder aus, wie neu der Fuhrpark. Jetzt können wir dann gleich wieder richtig einsauen. So. Wie gesagt, die... Viele Sachen werden wir jetzt auch wegbringen, wie zum Beispiel hier diese, den Fliegel hier Auflieger, den brauchen wir jetzt erstmal dann auch nicht. Aber wie gesagt, vorher will erstmal jeder seine Wäsche bekommen. Auch der Hürli kriegt eine Wäsche. Ja, der hat auch sauber gearbeitet, aber da müssen wir hier hinten die Plane noch drüber machen. Wie war das? Nee, nicht so. Der hat keine Plane. Okay. Ach, das vermengt sich dann mit dem Spritzwasser. Das ist kein Problem. So. Hürli! Gib alles! Ich hoffe, du machst es noch lang. Ich liebe diesen Traktor. Auch wenn er nicht der Stärkste auf der Brust ist, der macht einen soliden Eindruck. Stark verschmutzt war der jetzt auch nicht. So, also Düngerstreuer ist eine Sache. Den werden wir jetzt allerdings trotzdem
Den werden wir jetzt trotzdem wegfahren. Den stellen wir jetzt erstmal hier ab. Machen wir mal so. So. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir den nicht über den Haufen fahren. In irgendeiner völlig aberwitzigen Aktion. Aber den stellen wir jetzt, den parken wir jetzt erstmal hier. So, dich hier fahren wir jetzt auch erstmal woanders hin. Aber ich weiß noch nicht, wo ich das Ding hier abstelle. Oben in der Halle könnte man den gut reinbekommen. Hier bei unserem Bienenhäuschen, da läuft's. Da summt's in einer Tour. Das ist die große Preisfrage. Wie kriegen wir die Kiste da rein? Weil rückwärtsfahren mit den Dingern ist immer so eine Sache, ne? Ach, wir könnten den da hinten hinparken. Warte mal, das wäre einfacher für mich. Ja, genau. Kann man da die Lenkachse sperren? Nee, kann man leider nicht. Man muss das bloß immer gerade halten. Kann man irgendwie mit dem Ding arbeiten, aber frag mich bitte nicht, wie das funktioniert. Ich kann aus irgendeinem Grund mit diesen Aufliegern, ich hasse die, wenn die nicht eine starre Lenkachse haben. Machen wir anders. Wenn wir es nicht packen können, stellen wir es einfach vorhin, wo es nicht im Weg steht. So. Und wo wir es vor allen Dingen auch wieder abholen können. Okay, der Kumpel hier, der fährt jetzt erstmal nach oben. Der ist nämlich jetzt fürs Grubbern eingeteilt. Da dürfen wir nämlich schon mal mit anfangen. Den werden wir jetzt zum Grubber erklären. Okay, FPS passen noch. Goodie. Der wird jetzt zum Grubbern eingeteilt. Oh, Menschen, auf der Fahrbahn. Gut, dass ihr weggelaufen seid. Ich hätte es euch nicht anders empfehlen können. So. Ich fahre jetzt einfach hier rein. Schluss mit lustig. Den Grubber müssten wir da stehen haben. Jo. So. So abgesprüht das ganze Ding. Ich weiß gar nicht, wo vorne ist hier. Dabei schaut unser Grubber aber auch gar nicht mehr so frisch aus. Ich glaube, hier ist die Aufnahme. Gut, da ist er dran. Also, ich versuche es jetzt mal, wie gesagt, auch wieder mit eurem Fachwissen zu kombinieren, das Ganze. Nämlich mit angewandtem Vorgewende vorne rein. Auf dem 74er Feld, da ist der Randkurs. Und wir wollen hier optimale Arbeitsbreite ist 4... Na gut, wenn 4,9. Startposition ist im Südwesten, Nordwesten oder Nordost. Nordost ist Startposition Richtung Westen. Am Startpunkt enden 9. Vorgewende 3-mal habt ihr vorgeschlagen. Kein Fahrzeug auf demselben Kurs. Generiere das Ganze mal. Die Kanten kriegt er halt einfach nicht hin. Aber da gut, da kannst du machen, was du willst. So, Feldarbeit. Genau. Am ersten Wegpunkt starten und aktivieren. Gut. Du, Kumpel. Dich brauche ich jetzt mal ganz kurz. Weil wir beide müssen jetzt mal eine Reise machen zu Baywa. Wir machen jetzt eine Reise zu Baywa. Ich weiß, die müsste noch zu sein. Aber wir werden trotzdem mal eine Reise machen.
Warum war das jetzt so? Mann. Und jetzt? Naja, nicht schön, aber selten. Okay, wir beide fahren weiter. So Richtung Beiber. Ach nee, die hat schon offen. Hat die um 7 aufgemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Uhr, Tatsache. So, wir fahren jetzt erstmal hier hin. Haben wir hier auch ein bisschen Zeug noch stehen. Voll einschlagen und hier rückwärts ran. Da sollte man nämlich auch alles hinbekommen. Okay, wir wollen die Saatmaschine auf jeden Fall auffüllen. Und... Warte. Und das auch noch gleich mitnehmen. So. Deckel zu. Auf geht's zurück zum Feld. Wir haben eine Mission, meine Lieben. So. Mission! Okay, also unsere Mission sieht aus wie folgt. Wir werden jetzt den weiteren Verlauf werden wir jetzt weiter säen. Oh Mann, ey. Ist mir aber auch voll reingelaufen, der Typ. Okay. Wir fahren hinten rum hoch. Aber ich weiß noch, dass wir hinten rum noch, was zu tun hatten. Wir werden auch mal ein Cosplay, eine Cosplay-Strecke zu den Feldern starten, dass die hier immer parken oder wissen, wo sie parken müssen oder wo sie enden sollen. Weil ja der Weg ja immer gleich ist, dann hätte ich den jetzt im Prinzip vom Hof, also vom Feld zum Hof geschickt, vom Hof zur Beiber hoch und von der Beiber hätte ich ihn nur kurz befüllen müssen und hätten dann den Retour schicken können. Ach du Schande, schon mal hin, das wächst ja schon alles. Oh, nee. Ja, und jetzt mit der Fruchtzerstörung, ne? Geil. Na, ja, das kannst du... Das ist ja ganz großes Kino jetzt. Müssen wir nochmal drüber säen. Geht das überhaupt? Das ging ja jetzt ratzfatz, ohne Witz. Das ist jetzt aber wirklich schnell gegangen. Muss ich mal Folgendes machen. Das müssen wir jetzt selber machen, weil ansonsten geht das in die Hose. Wir werden auch mit Fruchtzerstörung viele Probleme haben jetzt. Weil wir ja unten dann wieder raus müssen, hoffentlich. Das muss ich jetzt auch in der Außenansicht machen, weil sonst kann ich nicht genau fahren, wie ich das haben möchte. Aber dass das jetzt über Nacht so schnell hochgewachsen ist, davon bin ich jetzt echt nicht ausgegangen. Ja, wir fahren auch ein bisschen was kaputt gerade. Ja, da machst du die Fruchtzerstörung an und dann
bereust es sofort wieder. Okay, und zurück. Ohne viel zu zerstören, hoffe ich. Naja, das hilft nichts. Das können wir eigentlich fast drüber grubbern. Ja, so schlimm ist es nicht ganz, aber... Ja, wir fahren da halt doch ein paar Blümchen kaputt. Das hatte ich jetzt eigentlich so in dem Umfang nicht vor. Aber das machen wir jetzt einfach so. Es hat keinen Wert. Das hat so ansonsten keinen Wert. Ja, das war durch die Nacht. Ja, wir haben uns hingelegt eine Nacht lang und dann ist das hochgeschossen, das Zeug. Ich weiß auch nicht, wie das sich verhält, wenn ich die Pflanze kaputt fahre und dann aber drüber sähe. Das müsste ja normalerweise auch irgendwie nochmal angesät sein. Oder bringt das nichts, weil es nicht gegrubbert ist? Kann ja auch sein. So, warte mal, davon haben wir nur bis zur Hälfte gefahren. Ich hoffe, es wird leichter. Na gut, die Sämaschine werden wir jetzt dann auch ziemlich bald wieder brauchen. Schaut es da drüben eigentlich aus? Schaut so aus, als hätte er schon ein bisschen was gemacht, aber alles auch noch nicht von den Feldern. So, hier oben ist ein bisschen eng für alles. Aber hier möchte ich trotzdem die Ecke noch mitnehmen. Ja, vielleicht wäre das besser mit Pflegebereifung dann nochmal da drüber zu gehen. Und das quasi mit Pflegebereifung nochmal nachzufahren, wenn man schon durchfahren muss. Ich weiß es nicht, ob das halt auch was hilft, wenn man dann die Sämaschine einfach hinten dran hat. Aber das sehen wir dann. Im fertigen Bild wird das natürlich dann drin sein. Meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.